Herzlich willkommen zurück beim Rage Simulator 2014. Ja, wir sind immer noch dabei, ja, das Holz zu liefern, zumindest es zu versuchen. Und ja, ich weiß nicht, wie oft ich es jetzt schon probiert habe. Ja. Auf jeden Fall, einige Male. Aber es hat nicht geklappt. Die Aufnahmen habe ich jedoch nicht verwendet. Das heißt, für euch ist es direkt im Anschluss. Ja. Gut, wir machen weiter. Und zwar mit dem Holz. So, wir fahren hier oben wieder lang. Oh Gott. So, wieder hier, da, da. Da, da und da, da und da und da noch. Na komm, so. Gut, ja. Gut, ja, wohin müssen wir denn? Moment. Hallo? Da muss ich lang. So, alles klar. Gut. Ja, wir probieren es einfach nochmal. Ich weiß nicht, wie oft ich es jetzt... Ich glaube, ich habe es dreimal versucht. In der Aufnahme, die ihr nicht gesehen, zu sehen bekommen werdet. Nicht zu sehen bekommen werdet, ja, genau so. Ja. Irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie habe ich heute ein bisschen Probleme, Wörter zu finden. Hm, naja. Auf jeden Fall, wir fahren mit dem etwas schlammtauglicheren Fahrzeug. Und ja, hoffen wir, dass es endlich bald, dass wir es endlich bald geschafft haben, diese Map hier. Es ist echt ein Graus. Obwohl für euch ist die Map noch nicht so lange her, für mich schon, weil ich hatte ja aufgenommen gehabt und das ist nichts geworden, weil ja, ich ständig gefailt habe hier. Und dann hatte ich dann einfach keinen Bock gehabt mehr auf das Spiel. Ja, und deswegen ist es für mich schon sehr lange her, dass wir die Map-Ebenen angefangen haben. Ja. Gut. So, da ist die Map zu Ende, ne? Wir könnten jetzt natürlich ausprobieren, was passiert, wenn wir da durchfahren. Wahrscheinlich ist da eine unsichtbare Wand einfach. Das würde ich einfach so sagen. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es mir ja mal in die Kommentare schreiben. Also wenn ihr wisst, was passiert, wenn man über die Map hinausfährt. Also wenn man über das Ende der Map fährt, was dann passiert. Ich will es aber eigentlich gar nicht ausprobieren. Aber wenn ihr es wisst, schreibt es doch mal in die Kommentare. Ja, wir müssen jetzt hier wieder hoch. Den Weg kenne ich schon, aber ihr wahrscheinlich nicht. So. Gut, alles klar. Wir sind ja schon fast wieder da. Ich hoffe einfach mal, dass ich in dieser Aufnahme endlich das geschissen kriege.
gefährlicher Wasserstand. Bla bla. So, jetzt müssen wir hier wieder raus. Komm schon. Jawohl. So. Gut, wo sind wir denn jetzt? Naja, sind bald da. Ja, ich habe es letzte Aufnahme probiert mit dem anderen, mit dem orangenen Typ C. Und mit dem geländeuntauglichen Typ C. Kann das auch sein? Wobei, auf jeden Fall bin ich dann... Nee, ich habe es zweimal mit dem hier dann nochmal probiert. Und da ist ein schöner Texturfehler. Und da seht ihr auch schön, dass, ja, die Textur, quasi wo Schlamm ist, eine extra Texturebene ist. Weil darunter geht der Weg ganz normal weiter. Hat man da sehr schön gesehen. Seht ihr auch hier jetzt, wenn sich da hinten die Grafikebene abbaut. Da bleibt dann einfach nur der normale Weg, wie er normalerweise wäre. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel in den Optionen, also in den Grafikoptionen dieses Terraforming hier ausmachen würde, dann wäre das alles hier, ja, würde das einfach alles nur so wie da in der Ferne aussehen. Ja. So, gut. Da mal wieder ein Stein. Wunderbar. Ich liebe Steine in dem Spiel. Ich liebe Steine. Die sind einfach steinig. Ja. No, gut, ja. So. Ja. Beim zweiten Versuch auf jeden Fall, wo ich dann keinen Bock mehr hatte auf das Spiel, da bin ich dann einfach umgekippt mit der Ladung. Da hatte ich dann keinen Bock mehr. Um mal darauf zurückzukommen. Aber ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt kompetent genug bin und ordentlich fahre. Und wir somit dann endlich diese Map abschließen können. Und dann haben wir ja nur noch zwei. Da haben wir noch Vulkan und Flussüberquerung. Aber es muss auch wirklich so sein. Und ich muss langsam mich echt ein bisschen beeilen. Denn in einem Monat, an dem Aufnahmetag, kommt LS 2015 raus. Und das wird das anschließende Let's Play sein. Und ich würde gerne Splinter S abgeschlossen lassen. Nicht so wie jetzt. Train Fever soll ja eigentlich Rollercoaster ersetzen. Aber ich habe noch ein paar Folgen, deswegen setze ich jetzt Pure ein bisschen aus. Ja. Aber wahrscheinlich, wenn ihr diese Folge seht, dann werden wahrscheinlich auch wieder ein paar Folgen Pure rausgekommen sein. Ich habe am dem jetzigen Tag, ist es schon 3 Wochen her, seitdem die letzte... Da ist übrigens die Ladung, da bin ich reingefallen. Ich Bob. Ja. Das ist übrigens die, ich habe noch nicht aufgenommen. Pure. Und das ist jetzt schon... Weiß ich nicht. Das ist, ich hatte ja bis jetzt nur eine Aufnahmesession von Pure. Und die ist über 1,5 Monate her. Ich bin jetzt schon in der 3. Woche wieder in der Schule. 2 Wochen war ich im Urlaub davor. Davon dürfte der aber nichts mitbekommen haben eigentlich. Ja, das ist schon jetzt mindestens 5 Wochen her. Mindestens. Ja. Und einmal, genau, einmal bin ich stecken geblieben hier, als ich die Ladung hatte, aber ich habe nicht nachgedacht und habe vergessen, dass wir den Abschleppwagen haben, den geilen. Nicht, dann muss ich es halt wieder mit dem machen.
Du musst dann wieder alles regeln. So. Einmal habe ich beim Aufladen gefailt und bin umgekippt. Ich weiß es nicht mehr genau, ist mir auch ziemlich egal und ja. Bringen wir dein Fahrzeug in Position. Ach ja, geil. Ich liebe es einfach. Jeder liebt dieses Feature. Wesley sitzt denn da und denkt sich, ja jupp, das fehlt dem Spiel noch. Ein System, wo man auf Millimeter genau an der richtigen Stelle stehen muss, damit man aufladen kann. Wir sitzen da und denkt sich das. Ja, ja, das fehlt dem Spiel noch. Das muss unbedingt noch hinzugefügt werden. Das ist... Naja. So, jetzt ist echt die Frage. Wie machen wir das? Wir müssen das so machen. So, hier, da. Ne, Moment. Dann hier. Und dann hier und dann hier. Und dann hier. Und dann irgendwie hier so durch. So. So. Und dann irgendwie da hoch. Boah, der Weg ist echt sauweit. So. So, das müssen wir jetzt erstmal erfahren. Und das wird eine Weile dauern. Die Map hier ist echt hart. Und das Geile ist, ich muss halt auch noch zweimal fahren. Und hier ist schon der Punkt, wo ich feststecke. Herzlichen Glückwunsch. Komm schon, du bist ein geiler Truck. Jawohl. Wieso ist es denn eigentlich immer so schräg? Verstehe ich nicht. Hier an der Stelle. So, jetzt müssen wir hier durch das schöne Steinfeld durch. Ich liebe es. Einfach. Bam. Da sind wieder die fliegenden Steine. Es kam schon lange kein Patch mehr für Spin Tires raus, fällt mir gerade auf. Ja, und hier bei diesem Feld, da wollte ich dann hier noch schön rüber, durch die Pfütze halt fahren. Da habe ich mir so gedacht, dass ich voll schlau bin und so. Aber da hat mir dann das Spiel vollen Schlag ins Gesicht gegeben und ich bin umgefallen. Naja, aber das hier ist kein Problem für den Truck hier. Steine, bla bla. Nein, nicht umfallen. Uah. Gott sei Dank. So. Oh Gott, ey, wie lange das dauert.
Alter, ey. Ach ja. Oh Gott im Himmel, ey, das wird so ewig lange dauern. Da stecke ich auch schon fest. Und wir haben keine Winde in der Nähe. Das können wir so nicht angehen. So. Typ E muss jetzt mal hier. Muss jetzt mir hier mal regeln. So. So.